Ja, ich werde heute tatsächlich mit dem Kulturforum einsteigen, werde aber sehr weit weg vom Kulturforum enden, nämlich in Argentinien, genauer gesagt in Nordpatagonien, und hoffe, im Rahmen meines Vortrags verständlich machen zu können, was das mit modernen und vielleicht auch alternativen modernen und Räumen zu tun hat. Als eine schreckliche Brache, ja sogar als eine Wüste, hat der Architekt Stefan Braunfels vor einigen Jahren in einem noch im Internet zugänglichen Interview den Standort des Berliner Kulturforums polemisch bezeichnet. Es ist, wie ich schon gesagt habe, nicht meine Absicht, auf die umstrittene Geschichte des Kulturforums und die aktuellen Umbauvorhaben einzugehen, wofür ich mich auch in keiner Weise kompetent fühlen würde. Ich möchte aber die Konzeption eines Forums der multiplen Modernen, die sich auf diesen Ort gründet oder sich zumindest damit verbindet, allen aktuellen Videokonferenzen zum Trotz ganz materiell vom Territorium her betrachten oder aus der Landschaft gesehen, um den Titel eines bekannten Feuilletontextes von Ernst Bloch aus den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts zu zitieren. In diesem Text wird die Geschichte Berlins von Bloch gänzlich von der eigentümlichen Mischung aus Sand und Sumpf hergedacht, auf der Berlin erbaut worden ist. Für Bloch ist dieser Ungrund, also der fehlende Untergrund der Stadt, aber eher Anlass zu Hoffnung als zu Polemik, wenn er behauptet, und damit möchte ich, da muss ich Sie noch kurz um Geduld bitten, weil ich hier an dieser Stelle zum ersten Mal meine Präsentation freigeben möchte. Der Titel meines Vortrags und das Kulturforum aus den 70er Jahren, aus einem Luftbild. Und jetzt zu meinem ersten Zitat von Ernst Bloch. Die Stadt, so Bloch, hat es jedenfalls leicht, von einem Boden abzustoßen, der sich selbst schon keiner ist. Wie leicht, wie schwer oder sogar wie unmöglich es ist, dass sich ein Gebäudekomplex, eine Stadt oder sogar eine globale Weltgesellschaft vom Boden abstößt, soll Gegenstand meines Vortrags sein. Ich möchte mich dabei allerdings weit von Berlin entfernen und Sie mitnehmen in eine Weltregion, in der besonders viel Kompetenz, so würde ich das ausdrücken, für Brachen, Wüsten und die zugehörigen Gründungs- oder Entgründungsdiskurse vorhanden ist, nämlich nach Argentinien. Anhand von literarischen Texten in einem sehr weiten Sinn, genauer anhand von Texten, die sich in der Lateinamerika besonders verbreiteten kulturtheoretischen Essayistik beziehungsweise der ebenfalls traditionsreichen investigativen Reportage zurechnen lassen. Anhand von solchen Texten möchte ich der zunehmenden Bedeutung einer kritischen Zone des Terrestrischen für die Revision gängiger moderne Konzepte nachgehen, und zwar mit Hilfe, zum Teil aber auch in kritischer Auseinandersetzung, mit einem der vielleicht bekanntesten moderne Kritiker überhaupt, nämlich dem französischen Wissenssoziologen Bruno Latour. Meine Art der Herangehensweise an die Moderne oder die Modernen ist eine raumgeschichtliche, mit einem besonderen Akzent auf den Achsen der räumlichen Untersuchung Horizontalität und Vertikalität. Ich stelle Ihnen hier kurz meine Gliederung vor und ich beginne gleich, um keine Zeit zu verlieren, mit meinem ersten Punkt, der Raumgeschichte. Dass auch Räumlichkeit ihre Geschichte hat, ist spätestens seit dem sogenannten Spatial Turn ein Gemeinplatz. Sofern man kulturelle Räume nicht einfach als unveränderliche Form der physischen Welt oder der subjektiven Erfahrung versteht, sondern als selbst wandelbare Existenzweisen. Worum es mir heute geht, ist, wie bereits an meinem Eingangsbeispiel von Ernst Bloch erwähnt, vor allem die Artikulation von physischem Grund und darauf aufbauenden kulturellen Operationen. Sei es im konkreten Sinn des Baus von Gebäuden oder auch im abstrakteren Sinn des Verhältnisses von geophysikalischen Lebensbedingungen und damit in Beziehung stehenden Lebensformen. Eine Relation, die nicht so selbstverständlich ist, wie man dies denken könnte, die vor allem nicht mit der Opposition natürlicher Grund auf der einen Seite und kultureller Überbau auf der anderen Seite beschrieben werden kann und die nicht, oder zumindest nicht einseitig, im Sinn eines mehr oder weniger determinierenden Einflusses des Grundes auf das ihm, auf das auf ihm Gegründete gedacht werden kann. Bevor ich darauf zurückkomme, möchte ich kurz ein wichtiges, aber höchst skizzenhaftes Modell raumgeschichtlichen Denkens in Erinnerung rufen, das Michel Foucault in seinem erst 1984 publizierten Vortrag von anderen Räumen entworfen hat, der aber eigentlich schon im Jahr 1967 gehalten wurde. Der Vortrag ist vor allem wegen des Begriffs der Heterotopie bekannt geworden und zu einem der kanonischen Texte der kulturwissenschaftlichen Raumtheorie geworden.
Mir geht es aber um eine Abfolge von historischen Raummodellen, die Foucault in höchster Knappheit zu Beginn seines Vortrags skizziert und die er an sein bekanntes Epistemenmodell anlehnt. Für ihn, also Michel Foucault, folgt auf ein mittelalterliches bis zum 16. Jahrhundert bestehendes Modell der sogenannten Lokalisation, Lokalisierung, eine davon abgelöste Raumordnung der Étendue, der Ausdehnung, die die frühe Neuzeit und auch noch teilweise die Aufklärung prägen würde, sowie seit dem 19. Jahrhundert ein Modell des Emplacement oder der Lage. Ganz kurz dieses Zitat von Michel Foucault, das ich nicht vorlesen werde. Ich habe immer auch die deutschen Übersetzungen mit beigegeben. Mich interessiert hier zunächst vor allem der Übergang von der Lokalisation, also dem ältesten dieser Modelle, zur Étendue, den Foucault in seinem Epistemenmodell um 1600, wie ich schon erwähnt hatte, ansetzt, den man aber bereits früher beginnen lassen könnte und den beispielsweise Gilles Deleuze und Félix Guattari mit ihrer Beschreibung einer spezifischen Form von Kerbung des Raums bereits etwa ab der Mitte des 15. Jahrhunderts beschreiben, das heißt mit Beginn der atlantischen Seefahrt außerhalb des Mittelmeers. Die dabei zum Einsatz kommenden Navigationstechniken treiben nicht nur die terrestrische Globalisierung der frühen Neuzeit voran, sondern verhelfen auch dem Raum der Ausdehnung, wie Foucault das nun wiederum nennt, zur Durchsetzung. Gemeint ist damit in medientechnischer Hinsicht die Umstellung von Orientierungs-, Navigations- und nicht zuletzt auch Herrschaftstechniken von einer direktionalen Verbindung zwischen einzelnen Orten zum Gebrauch von Gradnetzkarten und generell Raumordnungen, bei denen kartenbasierte Adressierungsformen zur Grundlage beispielsweise kolonialer Herrschaft in den Amerikas werden. Karten machen die Wirklichkeit flach, sie breiten vor den Augen ihres Betrachters eine Operationsfläche auf einer geometrischen Grundlage, eben der Étendue, der Ausdehnung, aus. In einem solchermaßen vermessenen Raum wird auch Wissen transportabel und dennoch stabil gehalten, sodass es über große Entfernungen hinweg zusammengeführt und akkumuliert werden kann. In dieser Form räumlicher Organisation ist auch politische Herrschaft nicht mehr vorrangig auf die körperliche Präsenz eines Herrschers an einem bestimmten Ort angewiesen. Das wäre das Paradigma der Lokalisierung nach Michel Foucault, wo von Macht und Wissen an einem ganz bestimmten Ort, sondern Herrschaft kann beispielsweise aus der Ferne gesteuert werden. Um nur ein Beispiel zu geben, stützt sich die spanische Kolonialverwaltung zur Kontrolle ihrer Vizekönigreiche auf einen sogenannten Padrones Reales, zentralisiertes geografisches Wissen, das bis auf die lokale Ebene hindurchschlägt, auf der Relaciones Geográficas, also geografische Berichte, angefertigt werden. Natürlich heißt das nicht, dass es keine Kolonialbeamten vor Ort geben würde. Sie sind aber in ein System der Repräsentation eingespannt, das von Europa aus organisiert wird. Das kartenbasierte Flachmachen der Welt ist also in dieser Hinsicht eine wesentliche Möglichkeitsbedingung kolonialer Herrschaft, sowie auch noch für die Konstitution von Nationalstaatlichkeit, wenn man an die südamerikanischen Staatengründungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts denkt. Damit komme ich zum zweiten historischen Umbruch nach Foucault, der von der Étendue, von der Ausdehnung zum Emplacement, zur Lage führt und der das einläutet, was Foucault die Episteme der Moderne im engeren Sinn nennt. Darunter kann man, und ich entferne mich da, das heißt, ich interpretiere hier Foucault, darunter kann man unter anderem die Ablösung räumlicher Ordnungen von imperialer oder nationalstaatlicher Territorialität verstehen, die sich im Unterschied zur terrestrischen Globalisierung der frühen Neuzeit in deterritorialisierten räumlichen Relationen und im Aufbau von Netzwerkräumen äußert. Diese Räume hat die Raumforschung als Spaces of Flows beschrieben. Diese vernetzten Räume der Güter, Kapital, aber auch Menschenströme sind, so zumindest eine gängige Beschreibung, die Signatur der beschleunigten Globalisierung jenseits kolonialer oder auch nationalstaatlicher Territorialität, die sich seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit einer neoliberalen Form des Kapitalismus verbinden. Und das einleiten, was der Soziologe Sigmund Baumann in Anlehnung an ein bekanntes Marx-Engels-Zitat die flüssige Moderne oder Liquid Modernity genannt hat. Das Leitmedium der topografischen Karte macht dabei, so zumindest eine ebenfalls häufig vertretene Behauptung, einer topologisch beschreibbaren Relationsbeschreibung in Netzdiagrammen Platz. Deterritorialisierte Media, Techno oder Financescapes, wie dies der Ethnologe und Globalisierungstheoretiker Arjun Appadurai beschrieben hat, treten an die Stelle topografisch beschreibbarer Einheiten.
Doch selbst wenn wir auch jetzt gerade über solche in bestimmter Hinsicht deterritorialisierte Netzwerke kommunizieren, kann man sich fragen, ob das alles so einfach aufgeht und vor allem, ob das bereits das letzte Wort der Raumgeschichte gewesen sein kann und sein soll, die ich im Übrigen vor allem im Hinblick auf die möglichen Implikationen der drei Leitbegriffe Foucaults sehr verkürzend und ohne Rücksicht auf die Interaktion und das Ineinandergreifen der drei unterschiedlichen Modelle dargestellt habe. Ich komme damit von Foucault zu einem weiteren Begriff, den ich hier einführen möchte und den titelgebenden Begriff meines Vortrags zum Begriff des Terrestrischen. Hier kommt nun Bruno Latour ins Spiel, der sich in den letzten Jahren vom Wissenssoziologen zunehmend zum Sozial- und Klimaaktivisten gewandelt hat und dessen öffentlichkeitswirksame Interventionen, die von Ausstellungen bis hin zu Theaterstücken reichen, in der Fachwissenschaft auf Verwunderung, manchmal auch Skepsis stoßen, dessen jüngste Thesen zum Terrestrischen ich hier aber dennoch zur weiteren Perspektivierung meiner raumgeschichtlichen Überlegungen nutzen möchte. Latour ist bekanntlich seit jeher ein scharfer Kritiker eines eng gefassten eurozentrischen Moderne-Verständnisses, wenn er gegen Foucault mit dem bekannten Schlagwort „Wir sind nie modern gewesen“ polemisiert, dabei aber vor allem den Ausschluss vormoderner Denktraditionen oder alternativer nicht-europäischer Existenzweisen kritisiert. In jüngster Zeit ist zu dieser modernen Kritik eine weitere Kritik an einer bestimmten Form von neoliberaler Globalisierung hinzugetreten, die man auch als Antwort auf eine komplett deterritorialisierte Art von Raumdenken verstehen kann. Und genau da möchte ich jetzt ansetzen. Dies lässt sich an dem Konzept Latours festmachen, das er in dem Essay von 2017 entwickelt, der auf Deutsch unter dem etwas missverständlichen Titel „Das Terrestrische Manifest“ erschienen ist. Auch wenn dieses Schiff zum Teil durchaus den Charakter einer politischen Streitschrift hat. Im Französischen lautet der Originaltitel einfach Où atterrir, also wo landen oder wo auf die Erde kommen. Es geht um den Begriff des Terrestrischen, den man, so möchte ich zumindest behaupten, auch als eine Art kritische Fortschreibung der beschriebenen Trias von Raummodellen nach Michel Foucault verstehen kann. Eine Fortschreibung, die der deterritorialisierten Globalisierung nicht das letzte Wort lässt, sondern einen weiteren Gedanken einführt, der die Erde als Grund oder vielmehr, so Latour, als eine kritische Zone menschlichen Handelns wieder ins Spiel bringt. Jedoch nicht nur als lokaler Ort und ebenso wenig als vermessbarer geometrischer Raum. Latour entwickelt in seiner Version einer teils mit wilden Schematisierungen arbeitenden Raumgeschichte Konzepte, die sich mit denen Foucaults, so glaube ich zumindest, korrelieren lassen, wobei er ihnen ein weiteres Konzept hinzufügt. Hier nochmal das Schema von Foucault: Lokalisation, Étendue, Emplacement, ein Dreierschema. Und an der letzten Stelle, wo hier noch ein Strich steht, glaube ich, dass Latour sozusagen ein weiteres Konzept einfügt. Und bei Latour würde das dann so lauten: Bei Latour gibt es ein Lokal, gibt es ein globales, es gibt ein Hors-Sol, das die deutsche Übersetzung, glaube ich, mit außererdig übersetzt. Und es gibt, und darum geht es mir hier, ein Terrestre. Das sind zunächst mal Adjektive oder substantivierte Adjektive. Latour packt das dann auch hinein, deswegen, das meinte ich mit den wilden Schematisierungen. Er packt das in ein sehr, sehr wildes Schema, auf das ich mich hier nicht im Einzelnen einlassen würde. Ich komme aber später gleich nochmal auf das in etwa zurück. Ich möchte hier vor allem auf den Begriff des Terrestrischen nach Bruno Latour eingehen. Der Raum des Terrestrischen muss für Latour unterschieden werden von dem leeren geometrischen Raum der Ausdehnung, der eine bloße Projektionsfläche kartografisch gesteuerter Operationen der Macht auf globaler Ebene wäre. Auch sieht Latour die Ablösung von jeder Form topografischer Artikulation zugunsten einer vollständig deterritorialisierten Lebensform als Illusion. Und zwar als die Illusion des neoliberalen Kapitalismus, der nicht anerkennen will, dass diese Form des Wirtschaftens und Lebens extrem aufwendige Infrastrukturen benötigt, die ihre eigenen Grundlagen zunehmend zerstören. Also diese Illusion wäre für Bruno Latour das Außerirdische, das Hors-Sol. Der entscheidende Wendepunkt der Raumgeschichte, der eine solche Verbindung mit dem, was er das Terrestrische nennt, offensichtlich macht, liegt für Latour darin begründet, dass menschliches Handeln seine eigenen Lebensbedingungen inzwischen so spürbar beeinflusst,
dass die Erde darauf mit Erwärmung sowie Veränderung stabiler Existenzbedingungen reagiert. Die wir uns angewöhnt haben, diese Existenzbedingungen, die wir uns angewöhnt haben, als Natur zu bezeichnen. In dem Glauben, so Natur weiter, in dem falschen Glauben, damit etwas Stabiles zu beschreiben, auf dem wandelbare Formen von Kultur aufbauen könnten. Seinerseits im Rückgriff auf die sogenannte Gaia-Hypothese von James Lovelock und Lynn Margulis unternimmt es Latour demgegenüber, die Erde statt als passiven Grund einer unveränderlichen Natur als einen aktiven Agenten darzustellen, der zwar langsam, aber umso drastischer auf den Einfluss menschlichen Handelns im sogenannten Anthropozän zu reagieren beginnt. Gaia ist kitzlig, so die Formulierung Latours, die bei aller problematischen Metaphorisierung der Erde als Organismus, die er an anderer Stelle selbst kritisiert, dennoch den Blick auf eine Wahrnehmung einer dünnen Schicht an der Erdoberfläche richtet, die wie eine empfindliche Haut mit ihren Sensoren und ihrer Membranfunktion im Austausch zwischen Organismus und Umwelt zu verstehen ist. Und über die all die Relationen zwischen den biosphärischen Bedingungen der Existenz alles Lebendigen und den Formen des Lebendigen auf der Erde, den kulturellen Formen, interagieren. Diesen Bereich nennt Latour in Anlehnung an die Erdsystemforschung die kritische Zone der Biosphäre. Sein Anspruch ist dabei nichts Geringeres, als aus dieser kritischen Zone den Bereich zu machen, von dem aus eine Kritik der Moderne, oder wie es Latour wohl formulieren würde, eine symmetrische Anthropologie derer, die sich selbst als modern bezeichnen, geschrieben werden kann. Mit anderen Worten, Latour versucht ein neues Modell der Interaktion zwischen Grund und darauf aufbauenden kulturellen Gründungen zu denken, bei dem ein wie auch immer gedachter erdbasierter Grund wieder einfach negiert wird, wie im neoliberalen Modell der Spaces of Flows, in dem es nur noch Lagebeziehungen und keine Verortungen mehr geben soll, sondern noch als bloß leere Projektionsfläche einer souveränen politischen Instanz dient, die sich in einen leeren Raum der Ausdehnung hinein entwerfen kann. Handelt es sich aber, so könnte man fragen, dann um eine nostalgische Rückkehr zu einem vormodernen Lo Modell des Lokalen? Dagegen formuliert Latour den Anspruch, es gehe darum, etwas zu realisieren, was die klassische Moderne für unmöglich erklärt habe, nämlich, ich zitiere ganz kurz aus dem Satz, den Sie hier sehen, ein Doppeltes zu realisieren, nämlich s'attacher à un sol d'une part, se mondialiser de l'autre. Leitmedium für dieses Vorhaben ist nicht mehr die Kartografie, sondern das, was Latour in Anschluss an Dipesh Chakrabarty, der sich selbst wiederum auf Fernand Braudel beruft, die Géohistoire, die Geohistorie nennt. Das ist eine Form von Raumgeschichte, die die Tiefenzeit der Geologie als für das aktuelle Denken des Globalen relevant betrachtet. In technischer Hinsicht bedeutet das eine Vertikalisierung der Erdbeschreibung, die im 19. Jahrhundert beispielsweise mit der Pflanzenkartografie Humboldts beginnt. Ich zeige Ihnen hier, das war auch das Titelbild zu meinem Vortrag auf dem Flyer, der rumging. Ich zeige hier eine an Humboldt angelehnte Pflanzenkarte aus dem physikalischen Atlas von Heinrich Berghaus. Eine Vertikalisierung, habe ich gesagt, der Erdbeschreibung, die mit solchen Schemata beginnt, damals allerdings noch im Sinn stabiler Vegetationszonen, wobei aber bereits Techniken entwickelt werden, die heute in der Erdsystemforschung und in den sogenannten Critical Zone Studies genutzt und miteinander in Beziehung gesetzt werden. Ich zeige Ihnen hier nur ein Schema, das versucht, sozusagen den Begriff der Critical Zone in den Erdschichten, also in der Erdsystemforschung zu illustrieren. Es geht hier also sozusagen um die bodennahen obersten Erdschichten und um die untersten Schichten der sogenannten Troposphäre, das heißt unserer Atmosphäre. Ich komme damit zu meinem dritten Punkt, das terrestrische und die periphere Modernität Lateinamerikas. Man könnte gegen den Gang der Überlegungen Latours anwenden, dass er mit seiner Theorie gegen seinen eigenen Grundsatz der terrestrischen Situiertheit von Wissen verstößt, dass er also ein universales Beschreibungsmodell vorschlägt, um auf Lokales zu verweisen. Besonders verräterisch scheint mir in diesem Zusammenhang die bereits erwähnte Schematisierung, die nahelegt, bei den ausgeführten raumtheoretischen Positionen handelt es sich um Planeten im Weltall. Hier nochmal dieses Schema. Es ist also sozusagen eine Weltraumtheorie, die Latour da macht. Man muss ihm vielleicht allerdings da auch eine gewisse Selbstironie bei seinen eigenen Schemata zugestehen, die wirklich sehr, sehr wild sind.
Dennoch verfügt man mit Latour, und das hat mich dazu bewogen, mit ihm zu arbeiten, über eine Terminologie, ausgehend von der man überhaupt den Zusammenhang von lokaler Situiertheit und globaler Vernetztheit befragen kann. In der Folge möchte ich der Frage nachgehen, ob oder inwiefern Lateinamerika und vor allem die sogenannte Cono Sur Lateinamerikas eine geeignete oder möglicherweise sogar eine privilegierte Region ist, um Latours Theorie wirklich down to earth, also auf die Erdoberfläche, zu bringen. Mein eigener Anspruch als Literaturwissenschaftler besteht dabei darin, die kritische Zone Latours auch in einem diskursiven Sinn zu verstehen. Das heißt, als Suche nach einer Sprache, um geohistorische Dynamiken zu beschreiben und dabei die Interaktion unterschiedlicher Zeitlichkeiten mit politischen Formen des Handelns von einer peripheren Moderne auszudenken. Ich möchte dabei die These vertreten, dass die scheinbar deterritorialisierte Globalisierung reiner Spaces of Flows in Lateinamerika nie glaubwürdig war. Lateinamerika als Rohstofflieferant und Kornkammer, beziehungsweise heutzutage wohl eher als Sojaproduzent, weiß um die Materialitäten und die Infrastrukturen einer scheinbar ortlosen Globalisierung. Von den Maquilas, den Fabriken an der Grenze zwischen den USA und Mexiko, bis zu den Auswüchsen der sogenannten Petromodernity, beispielsweise in Venezuela, aber auch anderswo in Lateinamerika. Darauf werde ich gleich nochmal zurückkommen. Und zum anderen ist Lateinamerika bereits heute stärker von den Folgen des Klimawandels betroffen als beispielsweise Europa, wovon zahlreiche meteorologische Extremereignisse zeugen, von den Waldbränden in Brasilien in den letzten Jahren bis zu den Überschwemmungen anderswo. Wir haben Rio de la Plata schon einmal einen Starkregen in Kombination mit einer starken Sudestada, einem Südwestwind, erlebt hat, das Flussdelta des Rio de la Plata überlaufen lässt. Der weiß, dass die vage Metapher einer Liquid Modernity dort verblasst gegenüber den sehr konkreten Wassermassen, die die Städte dort regelmäßig fluten und die durch den Klimawandel im Zusammenhang mit der immer weiter um sich greifenden Bodenversiegelungen weiter verstärkt werden. Ganz zu schweigen von dem in nicht allzu ferner Zeit drohenden Szenario eines stärker ansteigenden Meeresspiegels. Um nun nach dem Aufkommen von wissenschaftlichen und literarischen Diskursen über die geohistorische Dimension kulturellen Handelns zu suchen, möchte ich als historischen Ausgangspunkt insbesondere das Zeitalter des Nation Building Lateinamerika heranziehen. Dass dort eine stark territorialisierte Komponente in etwa zu der Zeit hat, als Foucault den Beginn des Raummodells der deterritorialisierten Lagebeziehungen ansetzt, also Anfang des 19. Jahrhunderts. In den jungen Nationen Lateinamerikas setzen sich dagegen, wie im Übrigen auch in den USA, wenn man etwa an die Frage der Bedeutung der Frontier in der Besiedlung des amerikanischen Westens denkt, es setzen sich koloniale Diskurstraditionen der Landnahme in veränderter Weise fort. Territoriale Gründungsdiskurse und politische Gründungsakte begleiten die Geschichte des Nation Building in Lateinamerika und vor allem im Süden des Kontinents in besonders auffälliger Weise. Und führen, so zumindest meine Vermutung, auch im ausgehenden 20. und 21. Jahrhundert noch zu spezifischen Anschlüssen an ebenfalls territorial bestimmte Diskurse vor dem Hintergrund des Terrestrischen im Sinn Latours. Das äußert sich darin, dass ein horizontales geografisches Modell von Georäumlichkeit, das dem Paradigma der Ausdehnung folgt, zunehmend auf ein vertikales geologisches Modell geöffnet wird, das sich an das Terrestrische nach Natur anschließen lässt. Um dies zumindest punktuell zu erläutern, will ich mich auf einige argentinische Beispiele seit dem 19. Jahrhundert konzentrieren. Ich komme da zu meinem ersten Unterpunkt: Entgründungsdiskurse und die argentinische Pampa bei Sarmiento und Martínez Estrada. Im 19. Jahrhundert wird das Territorium der werdenden Nation Argentinien auf die leere Fläche einer Wüste projiziert, die aber zunächst einmal imaginativ wie auch tatsächlich politisch entleert werden muss. Argentinische Schriftsteller, Politiker und Generäle haben gemeinsam die kartografische Faszination durch weiße Flecken auf der Landkarte im Grasland der Pampa realisiert. Auf einer als Wüste imaginierten und militärisch hergestellten Projektionsfläche, vielen erzähle ich da beileibe nichts Neues, sicher in dieser Runde, bauen zentrale Texte der südamerikanischen Literatur im weiteren Sinn auf, einschließlich der Essayistik. Die wohl bekannteste Fassung einer solchen Imagination stammt von dem Schriftsteller und späteren argentinischen Präsidenten Domingo Faustino Sarmiento in seinem um die Mitte des 19. Jahrhunderts erschienenen Essay Facundo.
hier und in zahlreichen anderen Schriften entwirft Sarmiento ein Programm der Zivilisierung der sogenannten Wüste durch Verkehrsinfrastruktur, die sich Sarmiento zwar durchaus als Netzwerk von Lagebeziehungen vorstellt, ein Verständnis von Lage, das jedoch immer an eine territoriale Vorstellung des ausgedehnten Raums gleichsam angeheftet ist. Die Ausdehnung wird von Sarmiento am Beginn seines Facundo sogar als das zentrale Problem Argentiniens benannt. Ich zitiere in einem kurzen Satz, einem kurzen bekannten Satz: El mal que aqueja a la República Argentina es la extensión. Das literarische, wie auch politische Programm der Anbindung der ausgedehnten Ebenen der argentinischen Pampa an die Hauptstadt Buenos Aires übersieht dabei geflissentlich, dass zwischen diesen Netzen das Land keine Wüste ist, sondern durchaus besiedelt, was zur weitgehenden Ausrottung der dort lebenden indigenen Bevölkerung führt und so in den Campañas del Desierto, den Feldzügen in die Wüste Ende des 19. Jahrhunderts, erst die Voraussetzung für eine Besiedlung mit weißen Siedlern schafft. Außerdem gilt es zu erwähnen, dass Sarmiento sein Modell in expliziter Orientierung an Europa und Nordamerika entwirft. Das heißt, die von ihm propagierte Zivilisierung ist eine, die Argentinien als Peripherie einer unaufhaltsam voranschreitenden Zivilisationsgeschichte nach Westen bzw. nach Süden versteht. Der moderne Mythos des argentinischen Südens, der sich dabei herausbildet und der vor allem in der argentinischen Literatur und Kultur des 20. Jahrhunderts in verschiedener Weise aufgegriffen wird, ist wesentlich durch diesen Fortschrittsoptimismus geprägt. Sarmientos Optimismus bezüglich der Beherrschbarkeit der horizontalen Ausdehnung wird nun im 20. Jahrhundert von einem pessimistischen Gegenmodell bei Ezequiel Martínez Estrada gekontert, bei dem ich deswegen kurz verweilen möchte, weil es nicht nur als kritische Auseinandersetzung mit Sarmiento zu verstehen ist, sondern, so würde ich zumindest hier einfach mal behaupten, auch in interessanter Resonanz mit Text wie Ernst Blochs eingang erwähnten Feuilleton Berlin von der Landschaft aus gesehen steht. Martínez Estradas Essay Radiografía de la Pampa erscheint 1933, somit ein Jahr nach Blochs zitierten Text. Und auch wenn es wohl sicher keine direkten Einflüsse zu konstatieren gibt, stellen beide ähnliche Fragen nach dem Zusammenhang zwischen Landschaft und Stadt aus einer Perspektive, die auch die Vertikalität geologischer Schichtungen mit einbezieht. Wie bei Martínez Estrada bereits der Titel einer Röntgenaufnahme der Pampa andeutet, ist die Leitopposition, anders als bei Sarmiento, keine mehr, die in der Horizontalen etabliert wird, also zwischen Hauptstadt und Provinz, sondern es handelt sich um eine Untersuchung des geologischen Untergrunds der Stadt Buenos Aires bzw. des gesamten nationalen Territoriums Argentiniens. Ein Untergrund, den man nur mittels einer Radiografie, einer Röntgenaufnahme sichtbar machen könne. Die Diagnose Martínez Estradas lautet: Buenos Aires ist hierin dem Berlin Blochs übrigens ganz ähnlich, eine Stadt, die nicht in ihrem Untergrund verankert ist. Aber Martínez Estrada zieht daraus ganz andere Schlüsse. Während Bloch darin die Chance eines nicht organisch in der Geschichte verwurzelten urbanen Experiments sieht, bleibt für Martínez Estrada die Trostlosigkeit der modernen Pampa als Desierto, als Wüste, auch für die Superstruktur, die sich auf ihr ausbildet, prägend. Auch hier ein kurzes Zitat: Buenos Aires ha sido engendrada, concebida, superfetada por el llano. Superficie, esa es la palabra emblema. Superficie es la misma ciudad que carece de tercera dimensión, la que en este orden de cosas, como en las legumbres, la raíz vertical crea el arraigo profundo del hombre en la ciudad. Buenos Aires ist also eine tiefenlose Stadt, die nicht in ihrem Grund verwurzelt sei. Kurz darauf vergleicht Martínez Estrada Buenos Aires explizit ex negativo mit der Geschichte Roms und sei da in der Kulturtheorie des 20. Jahrhunderts zu diesem Zeitpunkt schon topische Tiefe im Sinne einer archäologischen Überlagerung unterschiedlicher Zeitschichten, die eine Verwurzelung in der Vergangenheit erlauben. Eine Verwurzelung, die in Buenos Aires wie auch in anderen argentinischen Städten nicht möglich sei. Wenn Martínez Estrada Buenos Aires also das Fehlen einer dritten Dimension vorwirft und auch Sarmiento dafür kritisiert, dass er für diese tiefen Dimensionen der argentinischen Kultur blind geblieben sei, so tut er dies vor dem Hintergrund eines vertikalisierten Raumdenkens. Das wäre zumindest meine Behauptung, bei dem es nicht nur um Ausbreitung, sondern vor allem um die Frage der gegebenen oder der fehlenden Verankerung auf einem Grund geht.
Martínez Estrada argumentiert aus einer geohistorischen Perspektive heraus, die allerdings insofern traditionell gedacht ist, als für ihn die Relation zwischen Territorium und dem, was sich darauf gründet, nur in eine Richtung geht, nämlich von der determinierenden Macht des Grundes zu den determinierten Formen der darauf begründeten Zivilisation, die Martínez Estrada als oberflächliche Pseudostruktur diagnostiziert. Die Oberfläche ist für ihn von einer geologischen oder zumindest in den Begriffen der Geologie metaphorisierten Tiefenstruktur bestimmt. Wie kommt man von so einem Verständnis der determinierenden Macht des Territorialen zum Terrestrischen nach Bruno Latour? Ein Terrestrisches, bei dem es darum geht, statt einer einseitigen Determinierung durch den geologischen Grund eine Form von Handlungsmacht zu denken, die die Interaktion beidseitig macht. Ich möchte diese Frage zum Abschluss meines Vortrags sehr punktuell und diesmal auch wirklich sehr lokal beantworten, nämlich mit Bezug auf einen sehr konkreten Ort im Süden Argentiniens, der nicht mehr einen Teil der Pampa darstellt, sondern der bereits in Patagonien liegt. Einer anderen Gründungslandschaft der argentinischen Geschichte, die ebenfalls zum Gegenstand vielfältiger politischer und literarischer Projektionen geworden ist. Von der Legende patagonischer Riesen bis hin zu den Sehnsüchten zivilisationsmüder Reisender à la Bruce Chatwin. Patagonien könnte allerdings insofern in unseren Tagen zum Paradigma des Terrestrischen werden, als es, und zwar sowohl auf argentinischer als auch auf chilenischer Seite, Schauplatz eines Geschehens von geohistorischer Relevanz ist, das man mit dem Stichwort Neo-Extraktivismus beschreiben kann. Und damit bin ich nun wirklich bei einem letzten Unterpunkt angekommen. Unter dem Neo-Extraktivismus versteht man in Lateinamerika eine neue, in Europa meist wenig beachtete Dimension, die die Ausbeutung von Rohstoffen betrifft, welche bekanntlich bereits in der Kolonialzeit mit der Suche nach Gold und Silber begonnen hat, in der sogenannten Mega-Mineria, im Tagebau und in der Förderung von Gas und Erdöl durch besonders komplizierte und invasive Methoden wie das Fracking neue Dimensionen angenommen hat. Anfang der 10er Jahre dieses Jahrhunderts ist man nun in Patagonien auf große Vorräte von Gas und Erdöl gestoßen, die die Hoffnung geweckt haben, Argentinien könne im Sinn von neoliberalen Zukunftsvisionen zu einem Global Player auf dem internationalen Rohstoffmarkt aufsteigen. Die größte Lagerstätte in Nordpatagonien, auf dem Gebiet der Provinz Neuquén, trägt den entsprechenden Namen Vaca Muerta, die tote Kuh, und wird seit 2013 ausgebeutet. In einer politischen Situation, in der Argentinien zunächst unter der Präsidentschaft Cristina Kirchners die Förderung seiner Rohstoffvorkommen nach einer Phase der Privatisierung wieder teilweise verstaatlicht hat. Die Ausbeutung erfolgt seitdem unter staatlicher Regie in Kooperation vor allem mit nordamerikanischen Erdöl- und Erdgaskonzernen und hat seit 2013 eine starke Förderung erfahren. Auch wenn sich aus wirtschaftlicher Sicht die Hoffnungen auf die Devisen, die in Vaca Muerta gesetzt worden sind, bisher nicht so recht erfüllt hat, wurde der nicht konventionelle Erdöl- und Erdgasabbau sowohl von also Cristina Kirchner, als auch von der wirtschaftsliberalen Regierung Macri und wird auch unter dem aktuellen eher linksgerichteten kirchneristischen Präsidenten Fernandes stark gefördert. Dabei geraten ökologische Aspekte ins Hintertreffen gegenüber drängenden, aber kurzfristigen wirtschaftspolitischen Überlegungen, die vor allem mit der anhaltenden Finanzkrise Argentiniens zu tun haben. Und damit sind wir mitten in einem sehr konkreten Szenario des Terrestrischen. Denn es ist unbestritten, dass Fracking zu den umwelt- und klimaschädlichsten Formen des Festhaltens am fossilen Zeitalter gehört, die aber dennoch das Modell des globalen Wirtschaftens stabilisieren, von dem sich auch Argentinien eine Lösung seiner Finanzprobleme erhofft. Das ist der Hintergrund für einen Text, auf den ich nun abschließend eingehen möchte und der von der argentinischen Soziologin und Schriftstellerin Maristela Svampa stammt. Svampa kommt, und vor allem daher interessiert mich ihr Text, aus einem kleinen Ort namens Allen, also der englische Name A. Allen, Allen, benannt nach einem englischen Siedler, in der Gegend von Neuquén, der traditionell seit dem 19. Jahrhundert von Obstanbau geprägt ist, an dem in den letzten Jahren aber ebenfalls zunehmend Erdöl und Erdgas per Fracking gewonnen wird. Also es liegt ganz in der Nähe dieses großen Öl- und Gasfeldes Vaca Muerta. Svampa beschreibt nun nicht nur aus einer distanziert wissenschaftlichen Perspektive diese Transformation, sondern präsentiert in ihrem 2018 erschienenen Buch mit dem Titel Chakra 51, also Chakra, also ein kleines Grundstück namens mit der Ziffer 51,
Eine Mischung aus autobiografischer Erzählung und investigativer Reportage. Eine Mischung, die davon handelt, wie ihr eigener Cousin ein Familiengrundstück, eine Chacra eben, an eine Fördergesellschaft abgetreten hat, die dort Fracking betreibt. Während sie selbst, also Maristella, als eine der wenigen Umweltaktivistinnen, die in Argentinien überhaupt gegen das Fracking protestieren, tätig ist. Und zwar zunächst ohne zu wissen, dass genau ihre eigene Familie dazu beiträgt, Fracking zu ermöglichen. Zwar ein sehr persönlicher Text, hat sicherlich nicht die literarischen Qualitäten der zuvor erwähnten Essays. Er scheint mir aber vor allem oder unter anderem deswegen interessant, weil er die Widersprüche zwischen intellektuellem Engagement und familiärer Verstricktheit in den Neo-Extraktivismus beleuchtet und in Verbindung damit auch die eigenartigen Rollenwechsel zwischen distanzierter soziologischer Beobachtung und einer persönlich betroffenen Perspektive beschreibt und reflektiert. Was das Buch im Sinn der hier verfolgten Perspektive des Terrestrischen interessant macht, ist die Tatsache, dass Swampa dezidiert eine geohistorische Perspektive einnimmt, die vor dem Hintergrund des Anthropozäns argumentiert. Maristela Swampa ist meines Wissens eine der wenigen argentinischen Wissenschaftlerinnen, die mit diesem Begriff operieren, der in anderen Ländern des Cono Sur, vor allem in Chile, eine weit größere Verbreitung genießt. Swampa nimmt eine historische Perspektive ein und kehrt die für argentinische Gründungsdiskurse emblematische Denkfigur der Wüste um. Für sie steht die Wüste nicht am unzivilisierten Anfang eines Zivilisations- und Fortschrittsnarrativ, das mit relativ wenigen Veränderungen von offizieller Seite auch heute noch für das politische Projekt des Extraktivismus fortgeschrieben wird. Swampa macht vielmehr klar, dass am Beginn der Geohistorie des Geburtsorts keinesfalls eine Wüste steht, sondern eine vor allem von indigenen Gemeinschaften bewohnte und bewirtschaftete Gegend und setzt umgekehrt eine Figur der Verwüstung als drohendes Szenario an das Ende ihrer Erzählung, nämlich die Vision eines seiner früheren Fruchtbarkeit beraubten Ödlandes, spanisch Páramo. Ohne dass Swampa dies explizit ausführen müsste, ist der Begriff des Páramo in der lateinamerikanischen Literaturgeschichte bereits einschlägig besetzt. Nämlich durch Juan Rulfos epochalen Roman Pedro Páramo aus dem Jahr 1955, der die Verwandlung eines grünen Ortes namens Comala in eine nur noch aus Steinhaufen bestehende heiße und unfruchtbare Zone beschreibt, die von dem selbst von jenseits des Todes sprechenden Erzähler bzw. den in dem Ort flüsternden untoten Stimmen allmählich mit der Hölle identifiziert wird. Maristela Swampa verfällt trotz dieser Anspielung auf Juan Rulfo in der Beschreibung ihres Geburtsortes nicht in Endzeitrhetorik und in die Annahme einer simplen binären Opposition von paradiesischer Vergangenheit und höllischer Zukunft, sondern stellt vielmehr die Erschließung des Lands am Rio Negro durch weiße Siedler im 19. Jahrhundert, den Aufbau von bewässerten, sich aus dem Fluss speisenden Obstplantagen, die diese karge Landschaft überhaupt erst vergrünen lassen, als eine erste Form des Eingriffs geopolitischer und geohistorischer Tragweite vor. Als Teil dieser Geschichte beschreibt sie die Vertreibung der indigenen Gemeinschaften, die latent rassistischen sozialen Hierarchien sowie den problematischen Einsatz von Pestiziden in Obstplantagen. Das Fracking von Erdöl und Gas in ihrer Gegend verschiebt nun diese sozialen Konstellationen insofern nochmals massiv, als die ehemaligen Kontrahenten, nämlich indigene Gemeinschaften und weiße Obstbauern oder Chacareros, sich nun gemeinsam organisieren gegen die Erdölgesellschaften. Wenn auch, daran lässt Maristela Swampa in ihrem Buch wenig Zweifel, zumindest bis auf Weiteres, ohne durchschlagenden Erfolg. Das heißt, die geohistorische Perspektive der langen Dauer, der die Opfer zweier Modernisierungs- und Globalisierungsschübe in einem gemeinsamen Kampf vereint, ist bezüglich ihres politischen Mobilisierungspotenzials gegenüber mit weit kürzeren Zeitspannen operierenden globalkapitalistischen Entwicklungsnarrativen klar unterlegen. Vor allem aber schildert Maristela Swampa, wie sich Eigentümer eines Stücks Land, die ihr Grundstück Ende des 19., Beginn des 20. Jahrhunderts aufgrund einer Landzuweisung an Siedler erworben haben, jetzt plötzlich nicht mehr über ein ausgedehntes Stück Land verfügen, sondern mit einer dritten Dimension der politischen Verfügungsgewalt über das Terrestrische konfrontiert werden. Eine Gewalt, die sie nicht beeinflussen können, die sich aber massiv in ihre Schicksale einmischt. Swampa berichtet, familienbedingt aus ihrer Kenntnis des Rechtsstatus der Chacareros, auf deren Anwesen Bohrtürme für den Eingriff in mehreren hundert Metern Tiefe lagernden Öl- und Gasvorräte liegen.
die dann per Fracking in Form von kalkulierten Mini-Erdbeben im Erdinneren freigesprengt und hydraulisch freigepresst werden. Zwamba schreibt, dass in den Verträgen, die manche solcher Chacareros mit den Fördergesellschaften abschließen und dafür eine größere einmalige und kleine weitere Zahlungen für die Nutzung des Grundstücks bekommen, in diesen Verträgen erscheinen die Obstbauern, die Chacareros, nicht mehr als Propietarios, das heißt als Eigentümer eines Stück Landes, sondern, und das ist wohl tatsächlich der juristische Fachterminus dafür, als bloße Superficiarios, wörtlich als Oberflächenwesen, die zwar Nutzungsrechte an den von ihnen bewirtschafteten Land an der Oberfläche haben, nicht aber über die darunterliegenden Ressourcen bestimmen können. Die gehören in Argentinien dem Staat, der sie somit auch ausbeuten kann, notfalls unter Androhung der Enteignung. In dieser Logik der Degradierung der Grundstücksbesitzer zu Oberflächennutzern dieses Grundes liegt für Maristela Svampa der Niedergang ihres Geburtsorts beschlossen. Auch hier ein kurzes Zitat. Hier sehen Sie zuvor übrigens nochmal solche Förderstätten in Vaca Muerta, zunächst mal in einem nicht bewirtschafteten Gebiet und rechts dann auch tatsächlich in einem bewässerten Gebiet, wo ringsum Obstanbau betrieben ist. Ich komme zum Zitat von Maristela Svampa und das ist auch mein letztes Zitat. La conversión de los chacareros en superficiarios marca el ocaso de un territorio con historia casi centenaria, tras del cual desaparece no solo un sujeto social, sino también un estilo de vida, un tejido social y cultural simbólico y afectivo, además de los usos económicos y productivos de la tierra. Es sei hier dahingestellt, ob sich die Situation ändern würde, wenn, wie dies zum Beispiel in den USA der Fall ist, einem Grundeigentümer auch die Rechte an dem unter ihm lagernden Rohstoffe gehören würde, oder ob dies nicht sogar den Abbau dieser Bodenschätze vielleicht noch beschleunigen könnte. Der von Zwampa bemerkte juristische Terminus der Superficiarius zeigt aber sehr klar, wie hier offiziell eine horizontale Logik der Besetzung von ausgedehntem Raum fortgeschrieben wird, in deren Schutz sich aber längst eine andere Logik der Vertikalität oder der Tiefe etabliert hat, die die Frage nach der ökonomischen Verfügbarmachung von Rohstoffen unter der Erde betrifft. Die Fördergesellschaften haben diese Logik offensichtlich bestens verstanden und nutzen sie zu ihren Gunsten. Dies, und damit bin ich am Ende meiner Überlegungen angelangt, erinnert zum einen daran, wie auch scheinbar deterritorialisierte globale ökonomische Flows eine Verknüpfung mit der kritischen Zone der Erdoberfläche aufweisen. Gleichzeitig müssen diese kritischen geologischen Zonen auch eine prägnante und sehr konkrete diskursive Form der Artikulation finden, wie dies in den Texten geschieht, von denen ich hier und heute berichtet habe. So macht zum Beispiel erst die Form der autobiografischen Erzählung, die Maristela Svampa in ihrem Essay Chakra 51 gewählt hat, deutlich, dass das Terrestrische nicht einfach ein paar Kubikmeter Erde sind, die man beispielsweise in einem Berliner Museum aufschüttet. So geschehen in der von Bruno Latour mitkuratierten Ausstellung Down to Earth im Gropiusbau im Sommer 2020, sondern es handelt sich um ein vertracktes und nicht mit einfachen Handlungsanweisungen auflösbares Bündel von Verstrickungen auf unterschiedlichsten Ebenen, die von der eigenen Familiengeschichte über nationale politische Interessen bis hin zu globalen Fragen nach Klimagerechtigkeit reichen. Ein literaturwissenschaftlicher Blick auf diese Verflechtungen, der in unsere Berliner Diskussionen die Perspektive einer peripheren Modernität einspielt, kann diese Probleme sicherlich nicht lösen, hoffentlich aber dazu beitragen, ihre global-lokale Komplexität und ihre Dringlichkeit erfassen. Und damit bin ich eigentlich auch schon am Ende angelangt. Ich danke Ihnen für die Geduld und für die Aufmerksamkeit.